Hello and welcome back. Nein, hallo und willkommen zurück zu Soul Blazer, bei dem wir zuletzt an der Stelle waren, wo die lustigen Meteoriten auf uns herabgeregnet sind, die wir eigentlich mit der Träne einer Jungfrau, war es glaube ich, abhalten können. Shield Bracelet. Und da werden wir jetzt einfach nochmal hingehen. Halt, das war falsch. So. Steuerung ist immer genauso hakelig wie vorher. Ich habe jetzt hier meinen guten Controller, den ich eigentlich immer benutze, angeschlossen. Oh. Okay, ich muss mich erstmal wieder an. Okay. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe die ganze Zeit andere Games gespielt. So. Und dann hatten wir den Durchgang nach. Ach, ganz links, glaube ich. Ja, genau. Ganz links. Oh, der hat mich sogar getroffen. Oh, oh, Alter, Steuerkreuz mag mich gar nicht. Das hatte ich zuletzt schon bei Castlevania. Mir ein Kristall, der mich zurück an den letzten Speicherpunkt bringt. Und hier ging es dann weiter. Genau. Eieiei. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, mich können diese ganzen Kometen nicht mehr treffen, weil ich dieses Shield Bracelet habe. Aber die Affen können mich treffen. Deswegen zerstückeln wir sie einfach. Hervorragend. Da schaltet sich nur was frei. Ein kleiner Vogel, ist ja klar. Steine. Oh, alter Schwede, hier geht's aber ab. Und wir haben eine Meerjungfrau befreit, eine weitere. Etwas bewacht. Da wir gleich wahrscheinlich keine Energie mehr haben, können wir dann gleich dahin zurückgehen. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, ist das behäbig. Was wir natürlich über diese Steine wissen ist, eigentlich... Genau, lösen die auch so eine Wurmloch, wollte ich gerade sagen, aus. Und da haben wir die letzte Meerjungfrau befreit. Es lohnt sich auf jeden Fall bald zurückzugehen. Ich hoffe, es kommt auch bald ein Punkt, der uns zurückbringt. Jetzt aber auch schon mehrere. Wir hatten es hier am Anfang der Stage war so, du hast so kleiner Kackfisch. Wo kam der jetzt her? Oh. Und da haben wir gleich den nächsten. Also wir sind hier definitiv zu viele Affen auf dieser Insel. Da hab ich das gleich, aber das funktioniert das mit dem Abblocken dieser komischen Dinge, die vom Himmel fallen. Oh, und da haben wir jemanden befreit.
zwar eine weitere Meerjungfrau. Wundert euch nicht, wenn ich mich verschnupft anhöre oder so. Ich bin's. Obwohl ich einfach mal hoffe, dass das bald nachlässt. Oh, und da ist noch eine Schatztruhe, die nehmen wir natürlich mit. Könnten Heilkräuter drin sein, wäre ich wieder voll. Strange Bottle. Okay, was können wir mit der Strange Bottle anfangen? Ich weiß es nicht. Werden wir im nächsten Video wissen. Denn dann werde ich mir die Anleitung durchlesen. Okay, und hier könnten wir jetzt wieder zurück. Aber im Moment habe ich noch ein bisschen Energie, deswegen werde ich die nutzen. Keine Angst vor Meteoriten. Oh, die können wir nicht treffen, diese Affen. Können wir die mit Magie treffen? Auch nicht. Okay. Dann treten wir jetzt erstmal einen Rückzug an. Vielleicht kriegen wir da, durch das Material, was wir gerade bekommen haben, nämlich diese Flasche, ein Item, was wir gebrauchen können, um eben diese Affen zu töten. So, und wenn ich jetzt noch die Fernbedienung hier finden würde, da... So. Also, was haben wir gemacht? Wir hatten eine Meerjungfrau, die einen Weg versperrt. Die ist dort. Hast du die Königin der Meerjungfrauen gesehen? Ja. Lu, der Delfin, wurde gefangen. Bitte rette ihn. Ja, ist ja super. Ach so, und da ist die andere. Alles klar, aber wie rette ich Lu den Delfin? Ich müsste ja da irgendwie rüberkommen. Kann ich Lu ansprechen? Nein. Dann schauen wir uns jetzt erstmal das hier an, denn die sind ja jetzt komplett. Danke dir, drei meiner Studenten sind zurück. Ich werde dir jetzt unseren Tanz zeigen. Ich denke, es würde noch mehr Spaß machen, wenn du uns, ja, wenn du mit uns mitmachst. Ich zeige dir den einfachsten Tanz. Tanz einfach so, wie wir tanzen. Oder wie ich tanze. Das sieht ja klasse aus. Da werde ich fast feucht. So einfach ist das gar nicht. Muss ich das jetzt eine bestimmte Zeit lang machen, oder? Super. Wie beeindruckend. So, dann haben wir hier eine Schatztruhe, zu der wir immer noch nicht kommen, aber wir haben auch noch diesen Tempel. Servas ist der Name von meinem Freund, dem Delfin. Ja, das freut mich. Aber ich kann auch hier nichts machen. Das tut mir in der Seele weh. Dann werden wir jetzt direkt nochmal an die Stelle zurückgehen, wo wir eben waren. Oder einen Break machen. Ich weiß gerade schon wieder gar nicht mehr, wie viele Minuten wir umhaben. Ich suche hier erstmal den Safe. Ah, wo war er denn? Oh, ich weiß nicht mehr, wo der... Mein Ort zum Speichern war. Wie grausam.
Was hier irgendwo? Oh, das ist lieb von dir. Ich danke dir. Du bist ein Schatz. Ich gehe nochmal hier hoch. Ach ja, okay. Gut. Und dann würde ich mal sagen... Moment, wo ist mein Menü? Mehr Jungfrauen tränen lassen Magma zu Stein werden. Achso, das rippt sie den Schaden um die Hälfte. Aha. Gut. Ich werde mir das nochmal kurz anschauen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis gleich.